Eieiei, hallo und willkommen zu einer Folge Let's Play Sims 3 mit euren Yuichiro Hiyakuya Aka Hiroki. Sind wir da zu dieser Folge? Und zwar können wir Geld sammeln? Können wir. Ist schon länger her, ich das Spiel aufgenommen habe. Für euch ist jetzt nur ein Tag vergangen, für mich fast ein Monat. Da gibt es richtig Geld. Hier kann man auch Geld sammeln. War hier war. Da. Jetzt möchte ich gerne mal. Wir haben jetzt Zeit. Immobilienreiseservice. Was, wenn ich ein weiteres Anwesen kaufe? Kriegen wir einfach nur ein zweites Grundstück oder wie ist das? Das sind ja Häuser hier, die wir noch haben können. Ich würde gerne mal hier oben, wohnen. Da gibt es auch ein... Oh, guck mal, hier ist ein Riesengrundstück. Guck dich das an. Ja. Okay, ich habe schon ein Bild. So. Das ist einfach, was mir gehört, wa? Auf diesen Grund waren? Auf diesem Grundstück einkaufen? Was, wenn ich jetzt hier baue? Hey, das wäre schon in den Album gekippt. Aber wisst ihr, was wir hier bauen können? Wollen wir hier mal so eine fette Burg bauen? Wir können es ja mal gucken, wie teuer das wird. Wir brauchen erstmal eine Mauer. Aber wir brauchen noch Wasser drumherum. Ja, lass mal eine Burg bauen, Leute. Wir brauchen aber erstmal einen Punkt. Wir nehmen jetzt mal kurz diese Billigdinger. Gehen jetzt einfach mal jeweils 70 Euro mal, also wie heißt die ganze Sim-Millionen, so, keine Ahnung, mal 70 in die Mitte, um mal so eine Linie zu machen. Wir wohnen zwar schon in einer fetten Villa, aber warum nicht in einer Burg, wenn das schon möglich ist? Die Idee kam jetzt irgendwie gerade ganz spontan. War hier jeweils 3. So. Das war hier in der Mitte aber so ein Raum. Ist nichts in der Sache. Pass mal auf. Jetzt fahren wir hier. 30, ja. Weil wir gehen mal 12 auf beiden Seiten rein. So. Dann haben wir hier. Das ist ungefähr gleich, wa? Können Sie die entfernen? Danke. Jetzt machen wir hier diese Außendinger weg, weil die Mitte haben wir ja. Wir können ja auf beiden Grundstücken wohnen. Glaube ich zumindest. Wäre halt nur unlogisch, wenn nicht. Aber ich würde hier gern noch eins hochgehen.
Weil das einfach eine Mauer ist, sozusagen. Und da muss einfach hochgehen. Hoffentlich wird das was. Aber hey, wir versuchen mal unser Bestes. So, das machen wir nochmal weg. Ja, eigentlich würde ich jetzt sagen, wir gehen nochmal eins hier so nach oben. Heißt aber auch, dass wir an den Rändern nochmal eins so nach außen gehen, wa? So. Müssen wir auch weiter eins hier hineingehen. Heißt quasi so. So wäre das dann halt richtig, sozusagen. Ja. Ach, goddammit. Und dann mal gucken, wie wir das da machen. Das machen wir dann da halt auf beiden Seiten. Und hier, ja, kann man nicht weiter bohren, ne? So richtig. Na, wir werden schon was finden. Wichtig ist ja hier außen halt noch viel Grün und so machen. Allerdings so ein Burggraben wäre auch cool. Warte, wir machen mal ganz kurz so. Jetzt ja mal so rum. Das kostet ja kein Geld. Ah, das ist noch so ein Zaunding. Muss weg. Eigentlich hat das wieder auch keinen Sinn mehr geben, weil ich muss zuerst die Renderbombe mal überpreisen. Ist ja viel zu früh. Wir können natürlich das hier vorne machen, ja. Aber dann müsste ich kurz vorher... ...das Ding machen. Ist denn 5x5 richtig? Ja, ist es auf jeden Fall, oder? Ja.
So. Ich werde mal gucken, ob ein Bookrahmen auch funktioniert, so wie ich es mir vorstelle. Sagen wir jetzt mal so. Ah, ich kann hier irgendwas platzieren. Was ich nicht abreißen kann. Okay, existieren seid nicht wirklich. Oh lol. Jetzt kann ich das nicht abreißen. Naja gut, wir müssen einen Weg finden, wie wir das machen. Pass mal auf. Wir machen das so. So, und hier kann ich dann quasi nicht mehr weiterbauen. Oder Brücke machen wir so dick. So, hier will ich gerne einmal rüber. Das heißt, wir machen dann hier quasi... Ja, warte mal. Nee, ich werde hier einen Hügel machen. Das muss weg. So, machen wir das so. So, schauen wir mal so. Gibt es denn so kleine Säulen? Na ja gut, irgendwas sagt mir nein, aber ist nicht schlimm. So. Das ist unser Übergang hier. Machen wir einfach so. Das wird eine Burg, Leute. So, wir klatschen dann hier. Meinetwegen jetzt nochmal sowas drauf. Eigentlich noch eins war. Ja, und dann jetzt kommt hier aber quasi ein Dach. Und dann hat jede Menge Grünzeug. Obwohl man könnte. Hier einmal so ein 4x4-Ding nehmen und nochmal eins hochgehen hier. Sagt das einfach nur ein Versuch. Hier schon was nicht eben. So. Vier Felder haben wir hier. Hier haben wir fünf. Okay, gut, dass wir es rechtzeitig gesehen haben. So.
So wäre das Ganze schon besser. Oh, jetzt bauen wir weiter. 1, 2, 3. Ich bin gespannt, ob das wirklich was wird. Da geht noch ein Stockwerk. Oi, okay. Hey, wie hoch kann man denn bauen? Ach, hier geht's nicht mehr, okay. Geht denn da noch ein Dach? Es geht noch, okay. Hier vielleicht noch mal Wände. Hier hätten wir ja 5x5. So, jetzt gehst du weg. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich was wird. Kann was werden, sagen wir mal so. Kann aber genauso schnell auch nach hinten losgehen. Anwesen, Leute. Na, ich war weg. Ich habe eine Idee, was ich hier mache. Da Katastrophe. Hallo. Hier ein paar Säulen platzieren, auf jeden Fall hier. So, die müssen auf der Seite natürlich auch existieren. So, was passt denn hier sehr gut hin? Thank you.
würde sagen, prüfen wir danach Erweiterung. So, jetzt haben wir einen Live-Modus, gucken wir, wie es in der Stadt aussieht. Das ist natürlich eine riesen Baustelle, die richtig teuer sein wird. Aber hey Leute, wir bauen eine Burg. Ja, das sieht doch schon cool aus. Hier oben dieses Gebäude, dann hier oben so eine Burg, ja. Hat was. Was haben wir denn hier? Ja, hab ich gerade so, kennt ihr diese Dinger, die man in Hand haben kann, die man vielleicht, die man dieses so geil findet, dass wir drücken einfach. Was ist das? Okay. Anscheinend ein Stück Zaun. Jetzt können wir uns wieder ein bisschen um Geld. Ich überlege natürlich auch immer wieder meinen Haushalt tatsächlich zu erweitern. Können wir eigentlich machen, oder? Bin ich eigentlich für. Ja, nein, vielleicht heißt das, ne? Nein, wir können auch hier. Oh Gott, wir können Pflanzen wegwerfen, weil wir uns nicht gut drum gekümmert haben. Jeden Garten pflegen. Was bist du? Ein Hirsch. Was macht der da? Wie kommt denn hier ein Hirsch her? Sorry Hirsch, du bist hier eingesperrt anscheinend. Woher ist er durch den Zaun gekommen? Okay, erhöht das denn auch die Gartenfähigkeiten? Ey, Herr Gicht, was klaust du mir meine Pflanzen? Oh Gott, er muss arbeiten. Guck mal, ich bin schon gar nicht mehr drin. Es geht da hungrig zu Arbeit, weil ich nicht aufgepasst habe. Aber wir haben noch so viele freie Räume. Wir können echt ein paar neue Sims erstellen, wenn wir ein paar Ideen haben. Also ich möchte auch Sims haben, die auch arbeiten können, das ist wichtig, also Erwachsene. Leben die Insekten hier irgendwo? Ach ne, weil die lebt hier in Ägypten, ne? Ne, ihr bringt mir gar nichts. Weil wir müssen aber auch nach, ich sag Ägypten, ne, ist scheißegal, aber fertig, ja? Aber so China und Frankreich müssen wir ja auch noch machen. Nebenbei verdienen wir hier halt unser Geld. Bauen dann hier unsere Burg weiter. Mit den 8000 können wir ja auch schon wieder weiterarbeiten. Ha! So. Nee, das nicht. Das auch nicht. Kurz rumgucken, was für
irgendwas anders, aber ich weiß nicht was. Haben wir hier außen alles abgedeckt. Naja gut, wir mal gucken, wie wir das hier oben drauf machen. Ist auch noch ein Bunker. Nein, nicht schlimm. Nimm mal das so. So, wir machen erstmal das Ganze hier, das war eine Art, ja, wie soll ich sagen, Dach haben. Aber wir müssen die hier auch noch benennen. Na, unser fällt sicherlich noch ein Name ein. Ja, wer weiß auch, wie es am Ende aussehen wird. Wahrscheinlich nicht gut. Aber wir haben unser Bestes versucht dann. So, jetzt gehen wir nach oben. Ja, man erkennt Mauern auf jeden Fall. Dann machen wir hier dann richtig viel Grünzeug drum und das hast du nicht gesehen, alles Mögliche. Da musst du alles an Schatten rumlaufen. Das heißt, nichts für Menschen. Ja, gut. Warum sollte ich joggen? Jetzt sind wir denn mit Sport eigentlich durch, oder? Nee. Eine Stunde joggen, ja, können wir machen, wa? So, hier brauchst du schon eine Stunde, oder? Extrem hierhin joggen, danke sehr. So, jetzt geben wir ihm der Gerät zurück. Dann ist Joggen haben wir fertig. Und 1100. Very good. Wir können noch einen Gitarrenunterricht nehmen. Was ist denn da? Wassereis essen. Okay. Dann tu das. Gesundheit. Ich wäre echt dafür, wenn wir noch ein paar mehr Sims hier reinmachen, oder? Wollen wir ein paar reinballern? Dann brauchen wir ein paar Ideen. Pass mal auf, das geht ja so. Obwohl, das können wir in der nächsten Folge machen. Danke fürs Zuschauen. Wir machen es in der nächsten Folge. Ballern wir ein paar Sims rein. Tschüss hier rein und wir sehen uns dann wieder. Ciao.